Hey ho, Leute! Es gibt eine Möglichkeit in Legends, Seelensteine zu farmen und das auch relativ schnell. Dafür müsst ihr euch nur ein sehr schnelles Battle Mage Aggro Farming Deck machen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich habe meins halt eben da nachgebildet, das einfach sehr, sehr günstig sein soll und sehr schnell geht. Der Computergegner ist ja, ihr wisst ja, nicht der ganz cleverste, deswegen lässt er das meistens eigentlich zu und wir können ziemlich face in the place mäßig abgehen. Wie sieht denn das Deck komplett aus und wie soll es denn funktionieren? Wir haben hier im Deck Nullerkarten, Nordheißsporne, die kann man dann mit Waffen kombinieren oder auch einzeln einfach in den Kampf werfen. Einschüchtern habe ich nur einmal drin, dass einfach wenn der Gegner halt eben Wächter spielt, dass wir da die eben ausschalten können und dann komplett weiterhin ins Gesicht gehen. Feuerblitz, um einfach ein paar gefährliche Kreaturen, die unsere Kreaturen vernichten könnten, auszulöschen. Dann der Feuerkobold, wenn man den am Anfang spielt, fügt er dem Gegner 2 Schaden zu, das ist schon ziemlich gut. Dann die Kronenquartiermeisterin, ist unheimlich wichtig, da wir dann einen Stahldolch auf die Hand nehmen. Das lässt sich dann optimal mit diesem Rihard-Reiter kombinieren, der erhält nämlich +3 Angriff, wenn er mit einem Gegenstand ausgerüstet wird. Und dann kann er von einem auf den anderen Moment unheimlich stark werden. Und dann dementsprechend viel ins Gesicht machen. Dann haben wir noch den schnellen Schuss, um einfach mal ein paar Karten nachzuziehen und die Gegner zu schwächen. Dann Stahlkrummsäbel, ganz klar, +2/+2, um einfach die Kreaturen stärker zu machen. Befallener Alit fügt beiden Spielern 2 Schaden zu, ist ja bei uns nicht so schlimm. Da das Gesicht meistens bei uns sowieso ignoriert wird, weil die Kreaturen einfach zu gefährlich sind, um sie am Leben zu lassen. Dunmer Nachtklinge, wenn sie stirbt, bekommen wir auch ein Stahlschwert +3 auf die Hand und können das dann auch wieder mit diesem Rihard-Reiter kombinieren. Der Eisstachel ballert natürlich 2 Schaden ins Gesicht und wir ziehen eine Karte nach. Am besten ist es natürlich, noch einen Eisstachel zu ziehen, um nochmal ins Gesicht gehen zu können. Der Grausteinverwüster in der zweiten Magika-Stufe optimal, 4-1er im Schatten gespielt, können wir schon gut Damage machen in der nächsten Runde. Ist außerdem auch eine Prophezeiung, was uns einfach hilft, falls unser Gesicht natürlich dann angegriffen werden und unsere Runen ploppen, dann was gegenzustellen. Dann der Assassinenbogen, der Assassinen. Ja, kommt +3/+0 und gibt dem Träger am Ende des Zuges Deckung. Das wollen wir ja für unsere Kreaturen, damit sie auch am Leben bleiben. Der blutrünstige Ork, Sturmangriff 2/3. Mächtiger Verbündeter, bekommt +3 und durchbrechen, wenn die oberste Karte deines Decks rot ist. Kommt meistens vor, da wir einfach sehr viele rote Karten haben. Und dann wird er auch von einem auf den anderen Moment sehr stark, hat einfach 6 Angriff und wir können ihn dann einfach im Schatten spielen und in der nächsten Runde einfach mal wegballern. Dann der Mokul-Torwächter, den habe ich auch nur einmal drin, hat eben Wächter und gibt einer anderen Kreatur +2. Ist ja ganz nützlich manchmal. Zermalmender Schlag, verursacht 3 Schaden, egal wohin. Blitz, Prophezeiung und einfach mal 4 Schaden. Bam. So sieht das Deck aus. Presentation. Als zweiten Schritt müsst ihr dann einfach in den Übungskampf gehen. Hier seht ihr dann die Auswahlmöglichkeit zwischen Novize, Adept und Experte. Novize bekommt hier 5 Seelensteine, Adept logischerweise 10 und Experte 15. Wenn ihr dann auch relativ schnell die Lebenspunkte abziehen könnt und relativ schnell gewinnt, das dauert gewöhnlich immer so 4 Minuten, ja circa, je nachdem wie es halt eben läuft, ne? 4-5 Minuten, sagen wir einfach mal 5, lässt sich besser rechnen und dann könnt ihr auch relativ schnell sehr viel Schaden machen. Wir haben Magika, also kann das eigentlich so ganz bleiben. Das bedeutet sehr viel Schaden. Ich reite wie der Wind. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. So, da geben wir ihm doch gleich mal den Stahlkrummsäbel. Bam, 7-4. Könnten ihm natürlich noch eingeben, was ich aber nicht machen möchte. Ich möchte mal erstmal ins Gesicht angreifen und eine zweite Kreatur spielen.
Die ist jetzt im Schatten und natürlich nicht mehr so leicht loszuwerden. Und mit dem wenigen Mana kann er halt so krass viel machen, ne? Den kann ich halt jetzt noch einmal verstärken, wenn ich das möchte. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ja. Werden wir das doch mal machen. Die wollen wir natürlich am Leben erhalten. Das ist eben eine sehr, sehr starke Karte, ist klar. Dann gehen wir hier auch wieder ins Gesicht. Schneller Schuss. Löschen wir die hier aus. Klar, jetzt ziehen wir keine Karte nach. Das ist natürlich doof. Aber er kann die hier nicht vernichten. Könnte ja die hier vernichten, aber dann hätten wir eigentlich ja freie Schussbahn. Tada! Er kann nichts machen. Also ist er jetzt so gut wie tot. Und so schnell kann es gehen, Leute. Bam. Dann spielen wir den hier. Und schon geht er down. So schnell kann man den Computer gegen auf Experte auslöschen. Also wie viel hat das jetzt gedauert? 2 Minuten? Und wenn ihr das dann nacheinander öfter macht, bekommt ihr das hier als Belohnung. 15 Seelensteine. Und könnt, wenn ihr euch einfach mal die Zeit nehmt, innerhalb einer Stunde 300, 400 Seelensteine sammeln. Ist natürlich ein bisschen stumpf, aber ihr bekommt natürlich auch Erfahrungspunkte, das ist auch nicht schlecht. Und dadurch auch wieder Karten nach. Und könnt euch eure Legendaries basteln, wenn ihr ums Verrecken keine zieht. Manchmal geht's halt nicht anders. Das wäre eine Möglichkeit, Seelensteine zu farmen. Probiert es einfach aus. Schreibt mir was in die Kommentare, ob es und wie lange ihr für diverse Seelensteine braucht. Das würde mich schon brennend interessieren. Ich habe wie viel geschafft? 400 in einer Stunde. Und dann könnt ihr schon ganz gute Legendaries basteln. Natürlich braucht ihr dafür 1600, glaube ich. 1400, ich weiß nicht, gar nicht mehr. Aber wenn ihr vorher schon welche gesammelt habt, dann funktioniert das ja auch relativ schnell. Okay, Leute. Das soll es zum Farmen gewesen sein. Ihr könnt das Deck auch im... Ja... Im Ranked würde ich das jetzt nicht so empfehlen, so für den Anfang ganz gut, um die Noob-Player wegzumachen. Aber im Großen und Ganzen gegen richtige, wenn da ein Kontrolldeck kommt, da habt ihr auch nicht so viele Chancen, ne? Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.